In diesem Film zeigen wir die Installation einer Wonderwall. Im Lieferumfang enthalten sind das Wandelement, 4 Montageschienen, 2 Montagehilfen, 2 Anker sowie 2 Abschlusselemente inklusive Clips. An Werkzeug setzen wir für die Montage eine Wasserwaage, einen Zollstock, eine Bohrmaschine, einen Akkuschrauber sowie passende Schrauben und Dübel für deine Wand ein. Vor der Montage sind die Tragkraft und die Maße der Wand zu prüfen, an der die Wonderwall installiert werden soll, und die richtige Art der Dübel und Schrauben auszuwählen. Nun wird die erste Schiene an der Wand angebracht. Die gewünschte Höhe bestimmen wir mit Hilfe des Zollstocks. Wenn die Unterkante der Wonderwall eine Höhe von 15 cm über dem Boden haben soll, muss die Unterkante der ersten Schiene 36 cm vom Boden entfernt sein. Per Wasserwaage kann sichergestellt werden, dass die Schiene auch waagrecht montiert wird. Dübel mit dem Hammer einklopfen und Schrauben mit dem Akkuschrauber festziehen. Die Montage der zweiten Schiene ist ganz einfach. Die Montagehilfen werden auf die erste Schiene gelegt und die zweite oberhalb der Montagehilfen an der Wand angebracht. Auch die zweite Schiene muss absolut waagrecht sein. Dübel einklopfen, Schrauben mit dem Akkuschrauber festziehen. Wir montieren die dritte und vierte Schiene nach demselben Prinzip. Die mitgelieferten Montagehilfen helfen, genau den richtigen Abstand einzuhalten. Jetzt wird das Wonderwall-Wandelement ganz einfach mit der Rückseite in die montierten Wandschienen eingehängt. Anschließend wird geprüft, ob das Wandelement gerade hängt. Wenn das Element gerade hängt, wird es fixiert, indem die mitgelieferten Anker auf Höhe der dritten Schiene von beiden Seiten hinter das Wonderwall-Element geschoben werden. Die kleinen Griffe werden einfach heruntergeklappt. Jetzt werden die Abschlussleisten vorbereitet. Wir drücken hierzu die schwarzen Clips in die passenden Öffnungen. Dank dieser Clips können die Abschlussleisten nun einfach an den Seiten des Wonderwall-Elements festgedrückt werden. Fertig.